Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir haben jetzt endlich das Update, was wir so alle wunderbar lange erwartet haben. The Pit ist da, neues Spielbrett ist da. Herzlich, ja, ich fassungslos. So, aber fangen wir gleich mal erst an, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Wir haben heute in den Dailies: Sammle Energie für den Vertibird. 0 von 100, erreiche eine höhere Stufe. Expedition, schließe eine Mission in The Pit ab. Goldstern, schließe eine tägliche Challenge ab. Expedition, schließe eine tägliche Zufluchtsquest ab. Sammle ein Audio-Holoband, schließe ein Event ab, schließe eine tägliche Operation ab und töte 10 Kultisten. So, in dem wöchentlichen 3 Stufen, schließe die tägliche Goldstern-Challenge ab, baue einen Boden, Wandschmuck in Werkstätten oder Camps 25 Mal, Expedition, Gewerkschaftsbeiträge in The Pit, sammle aufbereitetes Wasser 25 Mal, schieße mit deiner Kamera ein Foto von Fanatiker-Eroberer, schließe 10 Events ab, schließe eine tägliche Challenge von täglicher Operation ab 3 Mal, töte einen Fanatiker 50 Mal, wiederholbar unter Rang 100, na, kennt man ja. So, dann wollen wir auch gleich loslegen. Smiley, ich brauche Gold. Schon mal. Ja, ich bin erstmal interessiert. Das bleibt ja trotzdem wie beim Alten. Hervorragend. Ja, wunderbar. Ich danke dir. Komm. Und nächste Woche hast du wieder was für mich. So, ich habe mir jetzt überlegt, bevor wir jetzt hier irgendwelches Geplänkel starten, was wir schon ewig und 3 Tage gemacht haben, gehen wir jetzt einfach mal zur White Spring Zuflucht und fangen einfach mal mit der Questline an. Ich meine, sie müsste in White Spring starten, bezüglich die neuen Questen und Co. Und da ist sie auch schon. Oh, wie sollen wir so viele Gäste nur unterbringen? Die zahlen nicht einmal. Ach nee, die zahlen nicht mal. Okay, sprich mit jemandem, der hier das Sagen hat. Welche anderen bitten, bei denen ich helfen kann? Die Einrichtung des White Spring ist kultiviert. Bitte, aber hören Sie nicht auf Schwarzseher. Ich helfe immer gerne, so gut es geht. Naja, sie meinte, dass sie Hilfe bei einer Sache für die Klinik gebrauchen könnte. Ich verstehe. Gewiss. Und Sophie beginnt heute mit dem Spendensammeln. Die gemeinnützige Tätigkeit ich von Miss Wagner. Was in Morgantown passiert ist. Ich habe es nicht vergessen. Ist lange her, ich weiß. Und trotzdem bin ich froh, dass man mich bei irgendetwas in der Küche Hilfe gebraucht. Du weißt schon. Nun, mal sehen, was ich da tun kann. Sicher kann ich dir in diesen Dingen behilflich sein. So, dann wollen wir mal die Zusammenkunft ein bisschen stören, wa? Hallo, Darling! Welch Freude, einen neuen Gast in unserem Etablissement zu begrüßen. Ich bin Orlando und vertrete hier die Leitung. Bitte entschuldige mich für einen Moment. Das wäre alles. Bitte grüße Miss Rucker von mir. Falls du dich hier entspannen wolltest, muss ich dich leider enttäuschen. Das Ressort ist aktuell geschlossen. Falls du jedoch den wunderbaren Respondern in der Zuflucht helfen willst, heiße ich dich in ihrem Namen sehr gerne willkommen. Was geht hier eigentlich vor? Oh, hast du es noch nicht gehört? Das White Spring ist nun die Zuflucht. Ein sicherer Ort für alle in Not. Dahinter stecken die Responder. Das sind Leute, die sich dem allgemeinen Wohlergehen widmen, um die hilfsbedürftigen Flüchtlinge aufzunehmen, die neuerdings nach Appalachia kommen, riefen sie die Zuflucht ins Leben. Nahrung, medizinische Hilfe, Kleidung, ein Ort zum Schlafen, all das gibt es hier für Leute in Not. Die Einrichtung des White Spring ist kultiviert. Bitte. Hören Sie nicht auf Schwarzseher. Die Zuflucht steht wirklich allen offen? Für jeden in Not, ja. Aber dir scheint es besser als den normalen Gästen zu gehen. Weniger heruntergekommen als die armen Seelen. Und bewaffnet. Die Zuflucht soll vor allem denen helfen, die sich nicht selbst helfen können. Hungernden, Kranken, Obdachlosen. Es gibt eine Klinik, eine Küche, Betten, Freizeiteinrichtungen. Alle Arten von Betreuung.
Ich bin erfreut, dass ich auf meine eigene Weise auch mithelfen kann. Mr. Della Ripper kümmert sich nur um seine Briefmarken. Sonst gar nicht. Du hast die Leitung erwähnt. Natürlich. Die Besitzer des Whitespring. Ihnen gehört das Resort, das Hotel und die Golfanlage. Ich kann dir versichern, dass sie quicklebendig sind, derzeit jedoch die Geschäfte nicht beaufsichtigen können. Und da wir nun neue Gäste haben, kümmere ich mich an ihrer Stadt um alle zu erledigenden Dinge. Ich bin äußerst zufrieden damit. Das ist eine vorzügliche Gelegenheit, zu helfen und faszinierende Leute wie dich kennenzulernen. Ich hätte da ein paar Fragen zu deiner Arbeit hier. Ich stehe zu deiner freien Verfügung. Wir machen eine ziemliche Sauerei. Haben die Responder ein Abkommen getroffen, um ihre Basis hier einzurichten? Nicht direkt. Hast du uns vorher schon einmal besucht? Falls ja, muss ich mich für den damaligen Zustand entschuldigen. Der normale Betrieb der Einrichtungen lief natürlich aufgrund fehlender Gäste nicht mehr. Nur das Roboterpersonal blieb noch hier. Die Responder dachten, alles sei verlassen und zogen ein. Eine natürlich absolut verständliche Schlussfolgerung. Aufgrund der neuen und würdigen Bewohner fand die Leitung es angemessen, es einem neuen Zweck zuzuführen und schickte mich. Bis die Welt irgendwann wieder Resorts braucht, unterstützt das Whitespring die Zuflucht mit Freuden. Wie kann es sein, dass die Leitung noch lebt und für das Whitespring verantwortlich ist? Dir sollte klar sein, dass hinter einem Ort wie dem Whitespring äußerst wohlhabende Leute standen oder immer noch stehen. Wie immer hatten die Reichen Vorteile, an denen es gewöhnlichen Leuten wie dir und mir mangelt. Und was das Whitespring selbst betrifft, dank seines Personals aus hochmodernen Robotern konnte es das Allerschlimmste überstehen. Wie genau passt du da rein? Wie gesagt, ich bin Kontaktperson der Leitung des Whitespring. Ich beaufsichtige die Einrichtungen und das Roboterpersonal. Außerdem kümmere ich mich im Namen der Leitung um die Zuteilung bestimmter materieller Hilfen an die Responder. Sie verfügt noch über umfangreiche Ressourcen und unterstützt damit deren großmütige Bestrebungen. Mr. Della Ripper kümmert sich nur um seine Briefmarken. Erzähl mir mehr von dir, Orlando. Mich? Habe ich dich schon umgarnt? Die Schmeichelei weiß ich natürlich zu schätzen. Erlaube mir vorerst ein wenig Mysterium beizubehalten. Du sollst ja nicht das Interesse verlieren. Vielleicht können wir ein andermal länger reden. Aber zurzeit haben wir beide Wichtigeres zu tun. Oh la la. Reden wir über was anderes. Natürlich. Was kann ich für dich tun? Kann ich irgendwie helfen? Wie wunderbar, dass du fragst, Darling. Ich wusste doch gleich, dass du etwas ganz Besonderes bist. Wie es der Zufall will, suchen die Responder nach Unterstützung für eine bestimmte Hilfsaktion. Diese fleißigen Leute haben einen Vertibird wieder voll funktionstüchtig gemacht und können damit die abgelegeneren Siedlungen erreichen. Sie haben sich mit den Leuten in Pittsburgh, oder The Pit, wie es die Einheimischen nennen, verbündet, die dringend Hilfe benötigen. Wenn ich das sagen darf, siehst du aus, als könntest du auf dich aufpassen. Du bist genau das, was sie suchen. Natürlich bin ich das. The Pit klingt ganz schön düster. Nach dem zu urteilen, was ich gehört habe, ein treffender. Pittsburgh wurde im Krieg schwer zerbombt. Die armen Menschen, die dort noch leben, haben die Stadt passend zu den furchtbaren Zuständen umbenannt. Wer sind diese Verbündeten? Sie nennen sich die Gewerkschaft. Eine Art Widerstandsbewegung, wie ich hörte, gegen aggressivere Kräfte. Einer ihrer Vertreter ist derzeit bei uns, ein gewisser Mr. Skippy Rurich. Entzückender Mann.
Moment mal, die Responder haben einen Vertibird? Allerdings, fantastisch, oder? Sie haben ihn geborgen und repariert. Mittlerweile ist er voll funktionstüchtig. Ich war sehr erfreut, dass ich auf meine eigene Weise dabei mithelfen konnte. Zwischen den Flügen befindet er sich auf dem Dach der Zuflucht. Dort hält sich auch seine reizende Pilotin auf, Miss Lennox. War ihm zu viel Arbeit. Ich frage mich, was Sie jetzt wollen. Was brauchen Sie denn? Sie könnten dir die Einzelheiten wohl besser erklären, aber ich glaube, Sie sind auf der Suche nach Kämpfern. Ihre Kontakte in The Pit stecken offenbar in einer hoffnungslosen Lage gegen einen gefährlichen Feind. Es gefällt mir zwar nicht, dass du dich in Gefahr bringst, aber wie es scheint, ist es für eine gute Sache. Sagen wir mal, ich mache mit. Was kommt als nächstes? Oh, du bist aber ganz schön tapfer. Wenn wir doch nur alle diesen Mut hätten. Also dann, bevor du irgendwo hingeschickt wirst, solltest du dich als allererstes bei einigen der Responder vorstellen. Manche von ihnen brauchen Hilfe vor Ort. Wenn du sie ihnen angedeihen lässt, dürftest du das andere erhalten, was du brauchst. Dieses andere sind natürlich die Ultrazid-Batteriezellen oder auch Ultrazellen für den Antrieb des Vertibirds. Ultrazid-Batteriezellen? Woher bekomme ich sie? Bekommen Sie die? Nun, natürlich von mir. Oder vielmehr von der Leitung über mich. Als die Leitung von der Instandsetzung des Vertibirds erfuhr, wollte sie helfen. Sie stellte die Ultrazellen zur Verfügung und ich schlug sie den Respondern als alternativen Antrieb für den Vertibird vor. Laut Anweisungen der Leitung gebe ich regelmäßig welche an bestimmte Personen heraus. Die Leitung glaubt, dies regt zur Entscheidungsfindung statt Vorratshaltung an. Sie würden sich im Austausch gegen deine Hilfe bestimmt davon trennen. Ich möchte nicht in Ruckers Haut stecken. Hätte nie gedacht, dass man. Ich bin woanders auf eine dieser Ultrazellen gestoßen, sah mir nach ein Experiment aus. Zu deiner Erfahrung kann ich mich natürlich nicht äußern, aber derartige Entdeckungen klingen außergewöhnlich. Ich kann dir nur sagen, dass die Leitung sie der Zuflucht zur Verfügung stellt. Mehr weiß ich bedauerlicherweise auch nicht. Ich würde wetten, dass wer auch immer hinter der von dir entdeckten Ultrazelle steckt, irgendwie mit der Leitung in Kontakt stand. Aber wer kann das schon sagen? Tja, ja, die böse, böse Enklave. Gut, wenn du den Vorrat an Zellen verwaltest, warum gibst du mir dann nicht einfach, was ich brauche? Verstehe bitte, dass meine Verantwortlichkeiten dies nicht zulassen, obwohl ich es gerne tun würde. Ich stehe einfach nur ganz bescheiden im Dienst der Leitung und verteile ihre Ressourcen wie angewiesen. Hoffentlich verärgert dich meine Loyalität nicht. Du bist mir bereits ans Herz gewachsen. Butler, ist das hier etwa ein Palast? Wenn ich für Sie nach The Pit fliege, sollten Sie mir die Zellen dann nicht einfach geben? In einer idealen Welt ganz bestimmt. Leider ist sie aber nicht ideal und die Zurückhaltung Ihrerseits ist daher durchaus verständlich. Ich möchte nicht für die Responder sprechen, aber ich glaube, sie sehen es eher als Hilfe für ihre Gewerkschaftsfreunde an. Von deiner Hilfe bei den unmittelbaren Anliegen werden alle profitieren. Ist das nicht eine gute Sache? Na, gute Sache. Okay, wen muss ich helfen? Unsere reizende Miss Rucker kommt einer Anführerin der Zuflucht am nächsten. Wobei sie, glaube ich, diesen Titel nicht unbedingt mag. Du findest sie im Hauptquartier hinter dem Essbereich. Die entzückende Köchin Miss Rousseau braucht Hilfe in der Küche, wie ich hörte. Und Miss Wagoner im Gemeinschaftsbereich ist auf der Suche nach Spenden. Deine Großzügigkeit wird reich belohnt werden. Hatte ich wirklich großes Glück, dass ich jetzt hier bin. Okay, ich rede mit Ihnen und sehe, was Sie brauchen. Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass du Ihnen und der Zuflucht eine große Hilfe sein wirst.
Wenn du das erledigt hast, empfehle ich, mit Mr. Skippy Rurridge zu sprechen, dem Gewerkschaftsvertreter aus The Pit. Ich glaube, er wird die Situation in The Pit vorher noch mit dir besprechen wollen. Suche mich gerne auf, wenn du plaudern möchtest. Ich habe ein Büro im Verwaltungstrakt. Es ist nicht zu verfehlen. Okay, Orlando. So. Drei tägliche neue Quests. Wo gehen wir dann jetzt als erstes hin? Okay, ich sehe schon den ersten. Machen wir hier mal mit dem Koch. Bonjour, ich bin Esme Rousseau. Aber die meisten hier kennen mich als Köchin Esme. Vertreter aus Foundation und Crater haben uns um Unterstützung gebeten, da es in letzter Zeit so viele Flüchtlinge gab. Ich dachte mir, wir können ihnen helfen, indem wir ihnen Essen für ihre Leute geben. Ich habe mit einem Wildfleisch-Tato-Eintopf begonnen. Meiner neuesten Kreation. Könntest du mir dabei zur Hand gehen? Ich hätte Zeit zum Kochen. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, für alle was Leckeres zu kochen. Für den Eintopf brauchen wir Tatos, Wildfleisch, schwarzen Pfeffer und Karotten. Du findest alles in unserem Lagerbereich. Du musst die Zutaten holen und in den Eintopf geben, bevor er anbrennt. Super. Okay, fang gut. Fang damit an, dass du den Eintopf umrührst, damit er nicht anbrennt. Vergiss nicht, während des Kochens ständig zu rühren. Aha. Eintopf umrühren. Na gut. Man kann jedes Problem irgendwie lösen. Fantastik. Besorgen wir die erste der Zutaten und bereiten sie vor. Du brauchst Karotten, Tatos und das Pièce de Résistance, das Wildfleisch. Ja. Roboter sind mir eine große Hilfe. Suche, suche, suche. Wer sucht, der findet. Ach, hier ist auch noch ein Lager. Ich sehe das Wildfleisch. Sollte man sich nicht um wichtigere Dinge kümmern? Jetzt fehlen noch die Tatos. Hab gehört, es gibt kein Schachspiel, falls du Lust darauf hast. So. Dann natürlich einmal Tato waschen. Gut, wir rühren nochmal um, damit er nicht anbrennt. So, dann Karotten klein schneiden. Und klopfe das Wildfleisch. Na gut, dann klopfen wir mal das Wildfleisch. So, füge die Zutaten hinzu. Das riecht ja köstlich. Verleihen wir dem Ganzen mit Salz und Pfeffer noch etwas Aroma. Neulich habe ich einen Protektron bellen hören. Guten Abend. So, jetzt müssen wir gucken. Salz und Pfeffer. Sind noch erhältlich. Nehmen Sie bitte Platz. Bin ich denn hier irgendwo im Zielbereich? Ach, hier. Schale mit Pfeffer. Ah. Ich habe vorhin nach Essen gesucht. Wurde nur einmal. So, einmal in den Topf geben. Superbe. Okay. Dein Eintopf ist fertig und es wird Zeit für deine ganz persönliche Note. Mhm. Gewürze hinzufügen, Psycho hinzufügen. Stimpak hinzufügen. Ein heilendes Element. Genial. Lecker und nützlich. Wer es auch immer bekommt, wird das bestimmt sehr zu schätzen wissen. Hier ist dein fertiger Eintopf. Jetzt wird es Zeit, die Hungernden zu speisen. Ich glaube, du kannst die Raider und Siedlervertreter bei der Bar finden. Du wirst dich entscheiden müssen, da leider nicht genug für alle da ist. Ich sammle noch mehr Zutaten, damit wir irgendwann nochmal zusammen kochen können. Okay. So, da das der El-Pitcher ist, der hatte mit Crater begonnen. Jetzt muss ich nochmal überlegen, zum Beispiel die Charaktere. So. Die haben sich hier ja gut eingerichtet. Das ist Siedlervertreter und hier haben wir den Raider-Vertreter. Den Leuten zu helfen. Gehörst du hierher? In letzter Zeit kommen viele Leute nach Crater, die uns die Haare vom Kopf fressen wollen. Ich habe Essen für deine Leute. Nach diesem Eintopf kann ich die Welt erobern. Heute Nacht wird geplündert. Ach, schön mal wieder Leute in Responder-Uniform zu sehen.
ersten 25 haben wir. Und auch gleich nochmal ein bisschen Epi. Dann wollen wir nochmal gucken. Da hinten haben wir noch jemanden. Mal sehen, was der für uns auf Lager hat. Meine Arbeit ist sehr bereichernd, aber... Timing scheint zu deinen Stärken zu gehören. Ich kann so gut wie jeder andere eine Wunde versorgen, aber Appalachia kann uns sehr viel Schlimmeres antun. Wir haben hier Patienten mit einer unbekannten Krankheit und mit Verletzungen, die wir nicht behandeln können. Was wir unbedingt brauchen, ist Know-how. Also lass uns handeln. Das, was du nicht hast, aber brauchst, gegen das, was ich hab, aber nicht brauche. Hab gehört, dein Ziel ist The Pit. Der einzige sichere Weg raus aus Appalachia ist der Stahlvogel, den Lennox oben auf dem Dach hat. In die Luft kriegst du den aber nur mit den Ultrazitzellen, die Orlando unter Verschluss hält. Hier ist der Deal. Du bringst mir die medizinischen Infos, mit denen ich den Leuten hier helfen kann. Dafür besorge ich dir die Zellen. Das AVR Medical Center unten in Charleston, da sollten wir fündig werden. Können die Responder auf dich zählen? Was hat das mit deinen benötigten Infos noch auf sich? Im AVR soll es noch Patientenakten von vor dem Krieg geben. Wenn wir auch nur ein paar von denen in die Finger kriegen, werden wir eine Menge über die alten Behandlungsmethoden lernen. Und das wird uns auch heute noch zugutekommen. Wenn du mal in der Klemme steckst, sind wir immer für dich da. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Prima. Tja, dann ran ans Werk. Bring alles, was du finden kannst, zu unserer leitenden Sanitäterin. Ich gebe ihr Bescheid. Viel Glück da draußen. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal Code Blue. Einmal Medical Center kommt sofort. Wie gesagt, machen wir erstmal schön in Reihe hier. Dürfte ja eigentlich auch nicht schwer werden, da unten mal aufzuräumen. So. Mein Gut, dass ich die anderen Questen jetzt erstmal alle deaktiviert habe. Ich hoffe, dass das jetzt auch gut klappt, damit ich das auch alles finde. Weil, wie gesagt, ist ja alle neu und nicht mit der Wolle waschen. So. Wir sollten ja sowieso Fanatiker-Eroberer. Hier haben wir Fanatiker-verbrannten Wanderer. Die Fanatiker waren ja 100, ne? Nein, heißt, die werde ich hier jetzt gar nicht finden. Hier soll ich gar nicht rein. Ich soll da vorne rein. Na gut, dann gehen wir so, wie die Quest es uns sagt. Gehen wir nicht den Hintereingang, wir nehmen den Vordereingang. Dürfte ja nicht das Problem werden. So. Einmal voranströmen. Okay, ist noch ein bisschen weiter weg. Guten Tag. Komm, machen wir mal so, dann passt das besser. So, wo haben wir denn die... Ach, da ist der Computer. Na, möchte noch jemand? Ne, ja, der ist wohl wahrscheinlich über mir. So. Ablaufänderung. Aha. Mr. Jen, mir ist bewusst, dass der Umstand nicht ideal ist, aber wir agieren auf Geheißen der Gouverneurstabs. Wir sollten mit sofortiger Wirkung so viele Patientenakten wie möglich in die Datenbank einspeisen, damit die Daten zum Schutz vor Katastrophen bzw. kritischen Infrastrukturfehlern extern gespeichert werden können. Ich weiß nicht, was genau sie für gefährlich genug halten, dass die physischen Akten bedroht sind, aber ich habe es mittlerweile aufgegeben, diese und alle anderen Anordnungen zu hinterfragen. Den Schwung mit den Akten, die aktuell am dringendsten gespeichert werden müssen, finden Sie in meinem Büro. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und Ihr Verständnis. Dr. Yong Sing. Persönliche Aufzeichnung, Tag 1.
Die Kinder von Livingston waren heute wieder hier, wollten immer noch wissen, was ihr Vater zugestoßen ist, als er hier war. Die Ärzte behaupten, sie konnten der Familie nichts sagen, angeblich wegen der ärztlichen Schweigepflicht. Was für ein Witz. Und hier gleich der nächste Witz, über den vermutlich kein Mensch lachen wird. Mr. Livingston ist schon vor über 6 Monaten gestorben und seine Akte gibt es nicht mehr, zumindest nicht auf Papier. Der medizinische Leiter wollte, dass wir sie verlieren. Nur darum ging es ihnen doch bei ihrer Digitalisierungskampagne. Sie wollten kontrollieren, wer was sehen kann, wann es gesehen wurde und gegebenenfalls Einträge unleserlich machen. Aber ich weiß, was passiert ist. Und ich habe verdammt nochmal nichts verloren. Hoffentlich kommen die Livingston-Kinder nochmal vorbei. Denn diesmal werde ich ihnen genau das geben, wonach sie suchen. Okay. So, jetzt sollen wir die aus dem Büro beschaffen. So, meine kleinen Verbrannten. Das war ja jetzt ein schlechter Sprung. Nochmal die Treppe. Kollege, ich will nicht, dass jetzt hier alles durch die Luft fliegt. Patientenaufzeichnung. So, und jetzt sollen wir mit dem Responder-Sanitäter sprechen. Na gut. Müssen wir dann hin? Ach, Whitespring. Na gut, dann geben wir das nochmal kurz ab. Machen wir Zuflucht. Außenbereich. Naja. Wer will schon in den Außenbereich gehen? Das sind doch nur Ghule. Wir wollen doch Energiezellen haben. So. Dip, 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 dips. Nehmen Sie bitte. Nee, falsch. Ich bin auch wieder noch in die falsche Richtung. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist denn die Sanitäterin? Hier sieht's gut aus. Ja. Hallo? Ma'am? Ma'am? Rucker hat gesagt, du hilfst uns. Hey, hast du die Krankenakten schon gefunden? So eine tolle Zuflucht hätte doch. Wozu brauchen die Responder diese Informationen? Naja, Appalachia hat die Responder immer ganz schön auf Trab gehalten. Es gibt so viel, worüber wir noch nichts wissen. Manchmal weiß ich nicht mal, ob wir die richtige Krankheit behandeln. So viele Kranke und Verwundete. Da können wir jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Und die Informationen, die du uns bringst, helfen uns wirklich enorm. Warum Leuten helfen, die sich selbst nicht helfen können? Ich habe die Info, die Rucker haben wollte. Diese Aufzeichnungen werden viele Leben retten. Ich sage Rucker, dass du uns geholfen hast. Viel Glück da draußen und danke. Kein Problem. So, das gab nochmal 50. Und aufbereitetes Wasser. Die Roboter sind mir wirklich eine große Hilfe. Jetzt wird hier aber ordentlich gequatscht. Habe ich hier mal kurz einen Moment, wo ich mal für mich bin? Du musst doch was bauen, was für uns gewinnt. So. Einen bombenschleudernden Handschuh, jawohl. Gut, aber machen wir hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.